Und? Und? Na, wo bleibst du? Pups aus. Ich weiß auch. Gracie, jetzt pups aus. Er will irgendwie nicht. Hätte ich will nicht. Hätte schon lange kommen müssen. 12 Sekunden sind schon lange um. Sie ist kaputt. Hallo? Ah. Jetzt. Oh, geil. Alter. Das ist genau so, wie wir es haben wollten. Ja, geil. Wie so freaky. Annehmen. Ja, warte eine Sekunde. Nee, 91. Level ist aber kacke. Level ist ein Mädchen. Scheiße. Das Level ist nicht so toll, aber mach was auf. Grau-Rot. Ist ja geil. Und wir kommen zurück übrigens zu Aberration, dem Revenger Baby Simulator. Ist ja geil. Na komm schon. Ist schon eine coole Farbe. Aber die sehen so abgemagert aus, wenn die immer so klein sind. Das ist schon irgendwie. Einfach wegen Style wird der behalten. Würde ich sagen. Oder was sagst du? Ich würde ihn erstmal behalten. Wir lassen den erstmal. Wir nennen. Ich weiß ja keinen Namen von einem. Weiß ich nicht. Ich gebe keinen Namen. Hat er eine Mutation? Hat er? Nee. Na. Weil der hat am Bauch, siehst du diese Flecken seitlich am Bauch? Das sind so helle Flecken. Ja. Das sind drei Farben, die er hat. Aber Mama hat das nicht. Du müsstest doch da stehen haben, oder nicht? Hat aber keine Mutation. Nee, 0 und 0. Hm. Die Eltern waren Lotti, Karotti und Blut. Und dann kamen Gray C und Rotes Gummiboot. Ah, ich hasse diesen Namen. Ich verabscheue ihn. Außerdem ist sie niedlich. Das ist, wenn der Bulldog dir die Haare abkaut. Oh, Erdbeben. Was meine? Der Bubdog, der kaut mir die Haare ab. Ja, so sieht's aus, wenn man so seitlich von dir steht, dann sieht's aus, als wenn es an deine Haare knabbern würde. Okay. Hast du fein gemacht, Gracie. Hättest du höher vom Level sein können, so ja, mindestens über 100. Schäm dich. Boah, voll sauer, wie immer schreien, ne? Aber wir lassen den erstmal. 100 ist 99 ist okay jetzt noch, ist okay. Ausgelevelt ist er nachher auch bei 160 oder so. Aber das Gute ist, es ist ja ein Weibchen was, ne? Ein Weibchen. Mhm. Und das Gute ist daran, er kann ja dann auch mal nöken. Aber guck mal, wir haben ja auch hier den gehabt, der war ja auch noch schlechter vom Level. Genau. Also. Den haben wir aber extra zum Züchten nur mitgenommen. Richtig. Wir hätten jetzt eigentlich nochmal, ganz ehrlich, mal ein paar andere Farben mal mitschleppen sollen. Was hältst du davon, wenn wir nochmal eine Runde drehen und vielleicht ein paar Revenger-Farben Können wir gerne mal. Ich mag die Revengers. Also von daher. Ich mag das ganze Gemische hier von den Farben. Dex wird noch zum Zuchtprofi. Oder auch nicht. Machen wir mal so. Ich habe das jetzt überholt. Willst du mit Revengers dann rausgehen? Genau, mit Revenger gehen wir raus? Nee, gar nicht wahr. Ich gehe jetzt gleich mit meinem Namen los noch. Gigantopithecus. Was hättest du, wenn du mit dem anderen rausgehst? Ehrlich gesagt nicht viel. Okay, dann lauf du mit. Aber du bist dann zu schnell. Aber wird schon nee, gehen. Nee, dann nehme ich auch den anderen. Wir brauchen aber. Ich habe nur noch 9 Pfeile. Ja, ich auch. Na, 10 habe ich noch. Das ist zu wenig. War mal gut. Ich muss mal ganz was testen. Nicht testen, irgendwas abchecken. Also, ich. Guck mal bei Stone rein. Hier sind doch noch 34 drin. Und ich muss mal was anderes machen. Ich nehme hier mal ganz kurz den Level 77er. Der eine ist grau. Und ich gehe kurz mal zu meinem Spino. Ja. Da habe ich ja meine Sachen immer irgendwie reingelegt, habe ich gelesen. Ach ja, stimmt. Ist das ein wilder Spino da unten? Ich glaube schon. Der Aufzug, wie der Aufzug gemütlich runtergeht. Mhm. Der hat es halt mit Gemütlichkeit gemacht. Ich habe hier Leute übrigens gerade eben von der Akku mal ein schönes Bild zugeschickt bekommen, was sie gemalt hat. Das ist ganz toll. Ich würde es gerne zeigen, aber ich mache es nicht. Bis ich die Genehmigung bekomme von Akku, dass ich das zeigen darf. Nein. Von mir aus. Ich hab da aber einen Fehler schon drin. Wir haben kein Gunpowder mehr, Dex. Ja. Ja, ja. Okay. Spino? Wilder Spino ist direkt unter unserer Base. Also unter unserer Brücke.
Cool bleiben. Können wir mal, wann können wir denn die, können wir die schon lernen? Das sind wirklich, hier sind meine Sachen drin, ist ja lustig. Hier sind sogar 43 Pfeile 83. drin. Dexilein, mein Kleiner, wie Yes. weit bist du denn vom Level? Was für ein Level hast du denn? 79, warum? Nur so. Warum? 85 brauchen wir für? 82 brauchen wir für die Chemistry Bench. Und du Womit wir bist? denn Du bist besser so höher vom Level als ich, oder? 80. Sichte. Und vor allen Dingen, du hast ja noch gar nichts gebaut, ne? Also nur dieses, das kleine Häuschen da im Hintergrund, ne? Wieso bist du denn immer höher vom Level? Ich bin doch hier voll der Baumeister geworden, ne? Naja, mehr oder weniger. Ich finde den Aufzug geil. Ich mag den Aufzug. Danke für die Ideen, Leute. Danke für die schönen Ideen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie rein. Ich gucke mal, ob ich das realisieren kann. Übrigens, den Turm habe ich nicht vergessen. Den Absprungturm mit dem Gleiter-Suit. Bräuchten mal wieder Spark Powder. Spark Powder. Ja, das Orangene. Ja, Spark Powder. Okay, kannst du doch innerhalb von ein paar Sekunden herstellen. Ja, dafür haben wir aber keinen Flint. Aber das geht auch total easy. Ganz kurz hier Kloppos und Poppos nehmen und dann. Die machen Steine. Ja, achso, stimmt ja. Wo ist denn der andere eigentlich? Der ist. Ach, der ist da unten, ne? Wer der Knutschkugel und Dödel stehen hier beide oben. Nee, der. Der Ankylo, der steht irgendwo im blauen Gebiet, Der ist glaube im ich. blauen Gebiet, im anderen Gebiet da, in dem Haus da, da Na, Dingsbums. müssten wir eigentlich mal farmen gehen, weil wir können. Na, ein paar haben wir ja noch. Also ich bin bereit. Auch gleich. Mach noch mal ein paar Pfeilchen. Ich habe. Ah ne, wir müssen ja das Cooked Raw Mutton mitnehmen, ne? Es guckt Raw Mutton. Findet Das den Fehler, geguckt. Leute. Das Cooked Raw Mutton, ja. Cooked Ist im Mutton. Kühlschrank aber drin. Achso? Ansonsten mache ich mal ganz kurz was. Nee, nee, ist da. Ich habe doch vorgesagt. Ich habe gar kein Auto, Signorina. Aber so viel haben wir nicht mehr davon. 13 Ich bloß mache noch. gerade was. Weil ich einfach machen kann. Ich mache Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Kennst du nicht die Werbung von, was war das nochmal für ein Kaffee? Nicht Milita. Milita Kaffee war ja der Militärmann. Nescafé? Keine Ahnung, das war doch der. Und ein Kaffee. Dann klingelt es an der Tür. Und der Ernesto macht die Türe auf und sagt, und eine schöne Frau steht vor die Türe. Und dann macht Ernesto, ah, buongiorno. Und dann will sie was sagen und dann macht er nur so, st, kommen Sie erstmal rein. Und dann gibt er so Kaffee und dann irgendwann trinken sie einen Kaffee, gucken sich dann so ganz schön an und dann sagt sie, könnten Sie nicht langsam mal, ich bin gekommen, könnten Sie Ihr Auto wegfahren? Und dann sagt er, ich habe gar kein Auto, Signorina. Ich fand die Werbung immer voll schön. Weiß nicht, wer Checks das. übrigens, Aspergold. so wirst du kein Raw Mutton bekommen. Was habe ich mir vertan? Was habe ich mich. Wo versuchst du gerade bitte Mutton zu machen? Ich habe das Falsche gemacht. Hatte. Ich habe gar keine Ahnung, Signorina. Oh, Verzeihung. Also, ist das Feuer hier? Seit gerade eben. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt hier? Wir Hast du es hatten ja mal rausgeholt? welche, wir hatten ja mal welche, aber Hatten. ja, sie wurden irgendwie erstarrt. Nee, warum ist das jetzt aus? Wo ich es ausgemacht habe. Richtig Schlag von der Seite, ich weiß es. Nein. Bist du jetzt mit den Pitikussen gehen? Ich gehe mit dem Bittikus. Wo ist der andere Pitikus? Da hinten. Da hinten Welches ist da. das Weibchen? Das ist das Weibchen. Ich gebe dir mal ganz kurz einen Namen. Also es ist nicht der Ich richtige überlege Name. auch gerade. Nein, die Namen sollten ja die anderen, aber ich will, die Leute haben ja gesagt, die Leute sollten ja einen Namen geben, aber ich muss irgendwas geben. Ich mach mal hier A. Da kann ich ja nicht. A. Vibe. So, ich nenne es mal Vibe. Ich reite mal auf meinem Vibe. Damit er wenigstens nicht so einen kilometerlangen Namen hat. Das stört so ein bisschen. Gib keinen definitiven Namen, denk dran. Oh ja, da ist jetzt einfach bei mir Pelzaffe. Ach fuck, guck mal, was ich gefarmt habe, gelootet habe. Guck mal. Hab ich gar Wo nicht bist du denn? mitbekommen. Wo denn? Nee. Wie denn? Ich Oh, weiß es da. nicht auf dem Boden. Guck mal hier. Wo leg ich es rein? Ich leg's rein in Pizza. Hab ich gar nicht mitbekommen. Guck mal. Oh, Cool. nice. Das ist echt geil. Ich mach mal einen. Ich hab einen hellblauen. Ja, man kickt.
Sorry, ich hab den gefunden. Ich weiß. Graf de Van. War schon blau, ist so cool. Was ist denn das? Sorry. Mit 60. 120, das ist ja schon cool. Das Doppelte. Fast. Und hier ist ein Röhrchen. Hier ist ein Röhrchen. Mhm. Und ein Röhrchen habe ich hier. So ein Metall. Denkst du, es wird nicht besser als die Klappe? Metallröhrchen, Mann. Metallröhrchen. Pelzaffe hast du genannt? Mhm. Pelzaffe. Daher war das Fleisch. Ist ja schon hässlich, ne? Pelzaffe. Naja, hier meiner. Der ist so ein bisschen Albino-mäßig irgendwie. So, nicht Albino, so. Keine Ahnung, wo der in welcher Höhle gelebt hat. Was? Ein Yeti. Ja, so, der ist so weiß. Aber können wir jetzt mal los? Wie sieht denn das aus? Hallo? Wir brauchen das Fleisch. Achso, stimmt ja. Oh, denkst du, das ist manchmal so knuffig, weißt du das? Hä? Ist, Da ist da kein Fleisch drin. Wo ist da kein Fleisch drin? Hab ich das rausgeholt? Warum ist in dem ersten denn kein Matten drin? Habe ich das gerade wieder, also habe ich gerade reingelegt, aber komisch, warum? Habe ich das vielleicht rausgenommen? Ich habe es nämlich gerade eben gestackt irgendwie, keine Ahnung. Fehler gemacht, bestimmt. Fehler. Ich schieb einfach mal alles. Ich nehme die Schuld auf mich. Was? Ich habe das gerade irgendwie. Boah, habe ich gerade gedacht, da ist ein Basilisk, ey. Ehrlich? Aber, nee, es war nur ein Kopf von Diplodocus. Oh, was war denn da Schönes? Da war Lutschstrahl. Gehen wir den mal holen. Ein Kanu haben wir übrigens immer noch nicht, ne? Nee, aber Kanu muss schon wirklich, das muss schon ein richtiges hohes Level sein, sonst ist das alles Kacke. Kurz Kackerpups. Ja, genau. Das ist ein Fahrrad, das ist ein Schaf. So. Oh! What? Nice! What? Ich nur ein hellblauer Strahl, Alter, ich bin ja voll beeindruckt. Da war, ja gut, ein Blueprint für diesen Teppich drin, aber ein hellblauer Ravenger-Sattel. Das ist gut. Blueprint oder einfach nur Dings? Nein, leider fertig. Okay, ja, aber was heißt leider? Dann gibt es eben deinem Dings hier, der Shadow Knight, Night Shadow. Wie der so. Geh mit dem Affen mal links und rechts seitwärts, das sieht komisch aus. Gib den Busch her. Jetzt der Busch. Grüner Lutschrei! Wo? Ah, meine. Oh, Scheiße, du bist auch schon wieder auf meiner Seite. Wir sind jetzt wieder rübergekommen hier. Na, rübergeslidet. Wo? Affe? Scheiß Cheaterin. Toxic. Oh wow. Blueprint für ein Wasserglas. Ja, wie die geilsten Blueprints. Ach, was, wo wollte ich das denn rausholen? Ich Arsch. Arsch. Hallo Ratte. Juhu. Juhu. Aber ich habe nichts im Inventar und der Affe ist schon so gut wie voll. Ehrlich? Ja. Wow. Ja, alleine der Sattel hat ja schon 20 Kilo, ne? Ja. Das mittlere Feuer hat gar kein Fleisch mehr. Das habe ich vorhin rausgeholt. Achso. Wir müssen ja nur zwei Lammkoteletts da bekommen. Ja, vorhin auch. Das ist ein Scheiße. Und drei auf der anderen Seite. Das ist echt eine magere Ausbeute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insgesamt habe ich jetzt. Ach komm, nehmen wir mal mit. Ist jetzt gut. Lassen wir einfach so laufen, das Feuer. Dann? Das reicht dir. Es klappt ja auch mit dem normalen Lammfleisch. Wird man aber davon auch zur Sicherheit ein paar mitnehmen. So. Ich bin be right. Dingsbums brauchen wir nicht. Betäubungszeugs. Es reicht ja. Top 71. Pfeile. Oder Zeugs hier dabei. Passt. 71. Okay. Dann gehen wir mal einfach den Standardweg zurück. Oder lang. Pass auf die Dings auf, ne?
auf die Lücke. Du kannst ja auf hier runterjumpen erstmal. Ja, hier oben sind auch noch öfters welche, deswegen gehe ich erst hier oben lang. Keine gute Idee. Da hinten sind doch schon welche. Ja? Ja. Na, 36, 52, aber ich sehe den Alpha gerade nicht. 112, oh, weiblich. Fuck. Ehrlich? Ja. Oh, hier, Frosch ist hier unten übrigens. Und hier unten ist ein grüner Kano. Sag ich doch, der ist runtergefallen. Es ist eine Vierertruppe Ravangers. Also da müssen wir aufpassen mit unseren Affen, die sind nicht so prügelstark, ne? Hm. Jo, was testen? Oh, ich glaube, dieses Ding ist abgerissen, ne? Ja. Willst du jetzt hochkommen oder nicht? Ich komme hoch, ja, ja. Aber ich wollte eigentlich nicht so ein, ich wollte doch in bunte Farben. Wollten wir nach Farben gehen. So. Welche Farbe ja, gut, hat der? Weiß ich nicht, trau mich auch nicht näher ran. Ja, dann lass mal sein. Komm mal runter, lassen wir den erstmal da warte oben. Warte mal, ich kann mal ein Knicklicht dahin werfen, dann sehe ich vielleicht auch mal was. Aber dann verändert sich das, verändert das die Farbe. Oh, lecker Kokarumel-Kekse. So, wo ist er denn? Der scheint. Ja. So ein weiß am Bauch, denn irgendwie so ein grün-grau und am Rücken braun, glaube ich. Hm. Sieht interessant aus. Nein, wir können ihn ja erstmal da lassen. Okay. Bist du jetzt einfach hier runtergesprungen? Mhm. Yep. Ich bin vorbei. Ach ja, ich muss absteigen. Hui! Ja. Oh, knapp. Da. Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, ich bin hinter dir. Du bist hinter mir? Ja. Ja, hallo. Ach, da, hinter mir. Vor mir. Okay. Was Level ist denn der Kano? Le Kano. Level 16. Schade, das ist ein cooles Level. Boah, 116 Schaden macht der. Nee, das warst du. Ja. Achso. Erstmal über der Leiche getrampelt. Juhu. Oh, die läuft auch noch voll so geil da drüber, ne? Juhu. Auf zu Level Vibe. Voll der Name. Vibe. Skorpioner. Ey, das ist voll die Bud Spencer-Schelle, die die hier austeilen. Mhm. Was willst du mir sagen, Dex? Warte, töten. Alles klar. Alter, ich bin fast der Keks rausgefallen. Hast du mal gesehen, wie wir den verprügelt haben? Dass wir so vorne weggeknickt. Oh Mann. Ja, wir hauen alles über den Haufen. Wir brauchen Punkte, Level damit. Das ist ein Raptor. Mhm. Oh, ich will endlich mal ein gutes Level für einen Raptor haben. Darf die an? Ja. Das sind so brutal, die Affen. Ich finde die so geil. Die schlagen so schnell zu. Da lang willst du? Aus dem Raptor. Magisch. Wir haben in der Gruppe übrigens so ein lustiges Spielchen gehabt. Bisher sagt ein Bild. Da konnte man dann rausfinden, was man als Arktbewohner für ein Tier. Bei mir ist es ein kleiner, stacheliger Raptor. Stacheliger Raptor? Ja, du hast da irgendwie so lustige Dinge. Ich schick dir das nachher mal, wir würden gerne wissen, was bei dir ist. Oh Gott, jetzt kommt Bulbdog raus. Ne. Oh. Weggeschubst. Ravangers? Das wird schwer mit den Farben suchen. Was sind denn nicht mehr viele Farben jetzt vom Dings übrig geblieben? Level 4er. Und die Frage ist, wie viele Revenants existieren? Level 32 ist der Alpha Alter Falter. Rechts ist, links ist ein Scheifchen, wenn wir noch was brauchen vom Matten. Nee, ich habe normales Matten mitgenommen. Kacken. Oh, da kenne ich nicht, Junge, da kenne ich nichts. Da kennen wir nichts. Hey, Nackenschelle, Bud Spencerlein.
glaube, ich will das Männchen Bud Spencer nennen. Was, so, Bud Spencer und Terence Selina oder was? Terencina. Terence Selina. Man muss es ja nicht so genau nehmen. Die geben aber beide gute Nackenschellen, muss man mal zugeben. Aber da müssen wir schon richtig. Also für diese zwei Namen, dann brauchen ja, wir. Ja, denn Ruhe, denn Ruhe. Ach, ein Stein, okay. Hep und Hep. Hep ist auch tolle Namen. Hep und Hep. Hep und Hep. Hep und Höppity, Höppity. Oh, von der oben, von oben weggeschellt. Genschiani, ist der Genschiani. Jetzt hier rechts hier rüber. Über den Piranha-See. Fluss. Ich springe aber verdammt weit. Sako. Hier links sind Revangiers. Sako. Sako. Ah, oh, der aus dem Weg. So, wo sind Ravangers? Gerade aus, da siehst du auch schon das ganz rumgejumpen von den blöden Viechern. Nö. Links jetzt? Ja, das ist das, guckst du gerade her. Ist hier nur ein Raptor. Dahinter ist er, das grün, wir müssen, grün, orange wie Lotti Carotti so ein bisschen. Ach da. Orange, schwarzer Bauch, schwarzer Rücken. Haben wir schon. Raptor! Hey, junger Freund. Ich wäre so ein Mini-Lotti-Korotti. Mhm. Nur so eine Fälschung. Einzig wahre. Wir müssen aufpassen auf die Krabbe, weil die Krabbe, die rafft dich da runter, ne? Die zack, zack, ja. Zack. Boah, der hat einen Trike gekillt hier. Was sind das für Level? Ich hab Kompombo bei, ich mach die Krabbe dann tot. Level 60. Die haben so ihren Kevo gebaut drin. Mhm. Das ist eine coole Stelle, um mal hier zu zeigen, wie geil. Der Eingang cool. Ist ja geil. Mhm. Echt cool gemacht. Leise rieselt der Schnee. Leise rieseln die Steine. Ja. Still und starr auf den Kopf. Kutsch. Oh, das ist schön. Ich liebe es zu hüpfen mit Tieren. Wenn du mal Revangeres brauchst, dann gibt es ja keine. Aber wenn du noch keine brauchst, dann hast du sie überall. Überall. Ich erinnere an den ersten Bären. Tristan, das ist deine Schuld. Ich hatte doch überhaupt nichts damit zu tun. Du bist doch vorgelaufen. Aber irgendwas Rotes? Ein Pferd. Ich hab wieder wir haben schon wieder keine Möhren dabei. Echt, ey. Nein, das Pferd hätten wir echt zähmen müssen. Na, es lebt ja noch. Hier ist ja recht safe. Hm. 20. Oh. Ja, aber du weißt ja, ne? Die kriegst ja, Schönheit halber. Schönheit halber. Und du kriegst ja auch von diesen bunten Pferden oder Tieren so gut wie sehr schwer ein gutes Level. Stimmt. Geh du mal geradeaus, ich geh mal hier hoch. Rappedacken. Ganz viele Rappedacken hier oben. Senke, Gehirn, senke, ja. Wäsch dich weg. Eine Spinne noch. Wo bist du? Ein Manta. Ich will unbedingt einen Manta haben. Ich bin einfach nur Richtung Fluss gelaufen. Stehe aber nach oben. Bei der Lutschpflanze, um genau zu sein, bin ich jetzt. Lutschpflanze? Hinter dir. Da ist am das, Felsen. Da am Felsen ist eine. Eine rosa. Lutschvogel, sag nicht, die lebt immer noch. Ja. Übel. Da hinten ist ein Bär. 16. Ich würde sagen, sag jetzt kein Level, sag jetzt irgendwas Schlechtes, bitte. Skorpion daneben ist 104. Skorpione finde ich super geil, weil die einer der besten Schwimmer sind, finde ich. Sliden ist immer so geil. Das Sliden, genau. Wo bist du hin? Hier rüber. Über den Fluss. Da guckt man einmal weg und Dex ist weg. Pass auf den Bienenstock auf, ne? Ich hab alle weggebasht. Alles. Oh, Alter.
Die sind so stark. Ich finde die so geil. Hast du ja 100 Jahre Skorpion, glaube ich. Voll dumm, dass sie erst. Oh, dann wer? 24. Oh, mein Vibe ist schon Level 88, ne? Echt? Geil. Bin bei Level 73. Oh, wir sind. Ach, guck mal, wie wir gelaufen sind. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wir sind ja schon wieder bei unserer Zähmfalle. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir müssen ja, in diese Richtung hier, so. Das kommt davon, weil wir von eben von oben runtergekommen sind und sind dann wieder rechts gelaufen. Dann sind wir einmal im Kreis gerannt. Wir gehen hier oben auf der Kante vorbei. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ja, guck mal. Es jumpt, so schön, es jumpt. La 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 la. Da 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 da. Es jumpt, es jumpt. Meine Karamellkekse sind aus. Boah, soll ich dir neue machen? Ich habe Cookies noch hier und ich habe noch Prinzenrolle. Hier oben ist tote Hose. Das ist echt mega tote Hose. Das ist ein Lustro. Voll gefährlich. Das sind Remangers. Ha. Aber wieder kackfahren. Ich glaube aber normale. Ja, der Alpha 36. Bam. Da, 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 wir brauchen mal ein Blau. Irgendwas Blaues hier, ne? Ja. Welche war Megalo im Blau finde ich auch voll geil. Der hat mir. Ist er nicht gestorben, oder? Nee, ich glaube nicht. Sago. Bei Sagos. Warum machst du auch immer so wenig Schaden? Achso, weil die Tiere wahrscheinlich das ablocken selber. Ja, wegen. Panzerung! Ich müsste übrigens mal Lucci, weil ich bin kurz vorm. Ich habe ja ziemlich viel Blatt. Ich habe echt blutig aus. Ja, ich bin auch kurz vorm Sterben. Halt dich mal ein bisschen zurück, mein Freund. Ja, ich müsste jetzt Lucci, aber ich habe kein Lucci hier. Hinter uns war eine Lucci irgendwo. Aber da ganz hinten. Heute hinten war die auch nicht. Da komme ich mit dem Krabbe gestorben? Krabbe ist tot. Selber schuld. Und da rechts drüben sind wir doch gerade gekommen, ne? Ja. Da ist an den Steinen ist da eine Lutschpflanze. Stimmt. Ich gehe mal hier also, rüber. Also rüber, wa? Piranha? Das ist ein roter Piranha. Rot-weißer Piranha. Das war übrigens sehr geil aus, gerade der Sprung bei uns. Tandem. Ja. Synchronspringen. Das ist auch eine olympische Disziplin. Sobald du irgendwie vor mir springst oder rum zwischen mir springst, dann backt das immer sofort und direkt leck, schleck, leck, leck, schleck, schleck. So, Pflanzi. Weißt du, er meckert rum und dann. War ja nur. Ein Parasaurus. War ja nur eine Nadine. Ja. Ach ja. Ja. Ratrat. Okay, bin mir voll. Fast voll, oder? Aua, die macht aber Schaden. Ja, die machen viel Schaden. Guck mal, 82, das ist gar nicht so viel weniger, als was du machst. Na, eben habe ich über 100 gekriegt, bis du nicht da warst. Alter, was hat denn die für ein Level? Ja, die ist hoch. Die hat nicht mal, die blutet ja nicht mal. 100. Okay. Aber die blutet ja grün. Geh ich gleich nochmal an die Blutpflanze. Ich vergesse immer, dass die grün blutet, dass man das so schwer sieht. Ein bisschen mehr Leben gebe ich dem. Also der hab muss ich auch echt, gemacht. Echt mehr. Mehr. Mehr von einfach allem. Mehr. Oh, das rote Pferd läuft. Oh, oh. Warum? Es ist ziemlich aufgebracht. Pony, alles ist okay.
Wenn du zum Fluss läufst, bist du die gearscht. Die Knutschkugel ist auch eingerollt. Hier. Da ist ein Basilisk. Oh, Level? Und einen Moment, der Pufferbauch. Oh. Acht. Oh, komm, bäsch mir weg. Na, das Pferd. Nein! Lass den in Ruhe. Boah, voll getroffen, ey. Oh, hast du mich gerade getroffen? Nee, ich hab die Dings getroffen. Hier ist ein Garten, ein anderes Pferd von mir gefallen. Jetzt ist es tot. Oh, der macht Schaden. Der macht viel Schaden. Oh. Hälfte von dem Leben. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Lauf! Okay, die Basilisk ist tot. Schnell zu Lucci-Pflanze. Ich wollte ihn gerade anschießen. Ich selber habe jetzt gerade das Problem gehabt, dass ich fast gestorben bin. Kuss Level 8. Komm los, Lucci-Pflanze. Yep. Schnell. Oh! So schmeckt's am besten. Ja, siehst du, jetzt ist das Pferd tot. Ja, naja, war jetzt auch nicht vom Level und sowas. Geht hat man ja aber auch noch züchten können. Ja. Aber wir haben auch keine Chance gehabt. Er ist ja genau, das Pferd ist ja wirklich in die Rotze reingerannt. Es wurde ja auch gejagt. Also ich bin wieder voll. Wie sieht's bei dir aus? Voll. Also wieder darüber. Ich wollte Richtung meiner alten Base, ne? Hm? Und dann rechts, da waren auch mal ganz viele. Wo bist du? Achso. Hier links, rückwärts in die andere Richtung, hier. Ich hab dich auch gerade gesucht. Du hast nicht mitgekriegt, dass du schon vor mir bist. Bino stirbt. Psst. Was ist ein Piranha? War ein Piranha. Oh, die töte ich jetzt. Boah. Nochmal so ein Absahner. Ein Level-Absahner. Ich hab das. Boah, und ich krieg nochmal ein Level dazu auch noch. Ich auch. Weil Spinus geben ja recht viel. Ich hab sogar zwei bekommen. Vier. Voll lustig, wo krieg ich bitte vier? Wollen, weil ich den Kill gemacht habe. Dieter. Warte mal, ich muss mal kurz ausleeren, mein ja, Tierchen, das ist ich ein bisschen voll. Ich ein bisschen wäschen. Die Narkobären behalte ich mal. Das sind Revangers. Auf keinem farbigen. Wo? Ja, gegenüber. Auf Plus. Sowas wie Lotti Crotti, sowas. Aber ich weiß nicht, ob der was blau 16, hat. 16, 60. Aua! Huch. Ich kann nicht mal in Ruhe gucken, du blödes Pi. Aber ich sehe den Alpha nicht. Das heißt, der Alpha ist irgendwo anders gerade nicht zu sehen. Entweder auf dem Berg nach oben oder hinter dem Hügel hier. Wo ist denn der? Welche Farbe haben die denn? Oh! Also der. Oh. Was denn nur? Keine gute Idee. Ich hab grad geworfen. Wo bist du? Oh Gott, ich hab mich gerade selber geworfen. Na gut. Da kommen die Ravengers zu dir? Ja. Blöd wie Stroh. Stroh wie doof. Nein! Flieg! Ich versuche flieg drüber! Jetzt! Schnell! Jetzt! Alter! Aber von denen ist immer noch keiner der Alpha. Müssen wir so bashen. Meine Fresse! Doch, da ist ein Alpha dabei. Der hintere. Echt? Bei mir haben die alle keinen Alpha. Was? Einer ist nicht blau, der ist grau. Ich kämpfe gegen Alpha. Der ist aber auch schon tot. 112! Asako. Das war der Sarko. Der Sarko war 112. Boah, guck mal, wie die abgehen, die ganzen Piranhas hier. Ja, rosa, ne? Oh mein Gott. Oh, ein Manta. Ich will unbedingt noch einen Manta haben. Also hier in dem Spiel bringt das irgendwie so wenig. Es gibt so wenig ja, Wasserflächen. Ja, aber die sehen hübsch aus. Oh, ich muss mir gerade die Nase putzen. Aber wir machen mal für dieses Stückchen der Tour erstmal einen kleinen Cut. Shift! Warte mal kurz. Von mir hat Akku mal und ich muss wieder niesen. Schnell. Also, Gesundheit. Bis zur nächsten Folge und tschüss.